Jeder Mensch sehnt sich nach Liebe, doch viel zu oft stehen wir uns selbst im Weg. Die Angst vor der Liebe macht es uns häufig schwer, die ersehnte Liebe zuzulassen und an ihr dauerhaft festzuhalten. Und doch ist es eine von Liebe geprägte Beziehung, die sich jeder tief in seinem Inneren wünscht. Dennoch fällt es häufig schwer, der Liebe ohne Angst zu begegnen. Warum das so ist, stellen wir dir in unserem heutigen Video vor. Wenn dir unsere Videos gefallen, dann unterstütze uns gern mit einem Daumen nach oben, abonniere Psychologie im Alltag, aktiviere die kleine Glocke und sei gespannt auf die Videos, die wir täglich für dich hochladen. Verschiedene Umfragen zeigten, dass besonders der Jahresbeginn eine Zeit ist, in der Beziehungen beendet werden. Mehr als 50% der Befragten gaben an, dass sie eine Beziehung hypothetisch vor dem Valentinstag beenden würden, wenn sie mit dem Gedanken einer Trennung spielen würden. Vielleicht ist es auch dir in deinem Bekanntenkreis schon einmal aufgefallen, dass auffällig Paare sich zu Jahresbeginn trennen. Oder vielleicht bist du auch selbst schon einmal mit einer Trennung ins neue Jahr gestartet. Doch unabhängig vom Zeitpunkt ist eine Trennung und somit eine verlorene Liebe immer auch schmerzhaft und lässt uns häufig mit offenen Fragen zurück. Im Nachhinein stellt sich wohl jeder die Frage, warum ist meine Beziehung gescheitert, woran lag es nur? Wer sich mit diesen Fragen auseinandersetzt, wird feststellen, dass die Antwort alles andere als angenehm ist, denn der Grund für ein Liebesaus ist tief in uns selbst verwurzelt. Glücklich in einer Beziehung zu sein bedeutet, immer auch verletzlich zu sein. Und hier setzen unsere Ängste an. Je nach Beziehungsphase geht unser Unterbewusstsein in den Schutzmechanismus über, denn zu viel Nähe und Intimität löst Ängste aus, verletzt zu werden. So lohnt es sich, klar zu sehen, was uns davon abhält, die Liebe zu finden und vor allem an ihr festzuhalten. Denn letztlich ist dies der Schlüssel dazu, die Hürden zu überwinden und uns für die Liebe, die wir alle gern in unserem Leben hätten, zu öffnen. Kommen wir nun zu einigen Gründen. Erstens, wahre Liebe lässt uns verletzlich werden. Wer sich frisch verliebt hat und bereit ist, eine neue Beziehung einzugehen, geht natürlich immer ein Risiko ein. Schließlich geht eine neue Beziehung damit einher, den neuen Partner immer besser kennenzulernen und ihm ein gewisses Grundvertrauen entgegenzubringen. Doch wenn wir ehrlich sind, ist es für uns immer ein großer Schritt, uns auf einen neuen Partner einzulassen. Schließlich geht eine Beziehung auch immer mit Veränderungen einher. Und dies sorgt häufig dafür, dass wir mit äußerster Vorsicht Neuland betreten und innerlich nicht bereit sind, unser Schutzschild komplett fallen zu lassen, um uns nicht vollständig verletzlich zu fühlen. Doch auch wenn wir denken, dass wir uns selbst vor Verletzungen schützen, verwehrt uns diese Haltung, unsere neue Liebe in vollen Zügen zu genießen und uns vollständig auf die neue Situation und den neuen Partner einzulassen. Zweitens, alte Verletzungen beeinflussen jede neue Beziehung. Auch wenn du vielleicht denkst, mit alten Beziehungen vollständig abgeschlossen zu haben, so sollte dir bewusst sein, dass diese auch auf neue Beziehungen einen starken Einfluss nehmen können. Bereits in der Kindheit werden wir geprägt und sammeln Erfahrungen mit anderen Menschen. Unser Verhalten in romantischen Beziehungen wird aus unseren frühen Erfahrungen beeinflusst. So kann es sein, dass wir uns zwar nach Liebe sehnen, aber starke Nähe unterbewusst ablehnen, da alte Verluste und Verletzungen unsere Ängste verstärken und wir unterbewusst ablehnend reagieren, anstatt uns für die neue Liebe vollständig zu öffnen. Drittens, Liebe und das kindliche Ich. Im Laufe unseres Lebens sammeln wir Erfahrungen, die unsere Einstellung verändern und dennoch können wir uns von unserem vergangenen Ich nicht vollständig befreien. Gerade wenn es um Liebe und Beziehungen geht, schwindet häufig das Selbstbewusstsein und wir werden gefühlstechnisch in unsere Kindheit und Jugend zurückversetzt. Das Gefühl, nicht liebenswert zu sein oder nicht den Erwartungen anderer entsprechen zu können, holt uns plötzlich wieder ein. Schmerzhafte Kindheitserfahrungen prägen uns stark und beeinflussen uns so sehr, dass unsere innere Stimme uns glauben macht, dass wir es nicht wert sind, von unserem Gegenüber geliebt und geschätzt zu werden. Viertens, Liebe und Leid eng verknüpft. Liebe und Leid, Freude und Traurigkeit, hier kommt das eine ohne das andere nicht aus.
Entsprechend fällt es häufig schwer, wahre Freude oder wahre Liebe zu genießen, da unser Inneres die Verknüpfung zu Trauer bzw. Leid nicht ausblendet. So fällt es schwer, sich 100% auf eine neue Beziehung einzulassen, aus Angst, dass diese Leid und Traurigkeit nach sich ziehen könnte. Doch aus Angst vor negativen Gefühlen, positive Gefühle nicht zuzulassen, ist eine Art Selbstschutz, der uns von unserem Glück fernhält. 5. Angst vor unterschiedlicher Gefühlsintensität. Ein weiteres Problem ist häufig die Angst davor, dass der Partner intensivere Gefühle in die Beziehung einbringt als man selbst. Die Sorge davor, nicht dieselben Gefühle entwickeln zu können, wirkt häufig hemmend und dafür, dass wir der aufkeimenden Liebe keine Chance geben. Doch letztlich muss klar sein, dass in einer Beziehung die Gefühlswelten beider Partner identisch sind, ist ein reiner Trugschluss. Gefühle sind selten auf beiden Seiten ausgewogen und so variieren die Gefühle jeder Person auch im Laufe einer Beziehung immer wieder. Ärgernisse, Streit und Stress können immer wieder zu Gefühlsschwankungen führen und dies ist völlig natürlich, denn unser Gefühlsleben ändert sich ständig und stetig. 6. Beziehungen beeinflussen vorhandene Bindungen. Die wahre Liebe und somit eine ernsthafte Beziehung verändert das Leben und somit auch die Beziehung zu bisherigen Bezugspersonen. Egal, ob es um die familiäre Bindung geht oder um Freundschaften. Eine neue Beziehung läutet immer einen neuen Lebensabschnitt ein und sorgt auch in familiären und freundschaftlichen Beziehungen für einen Wandel bzw. eine Weiterentwicklung. Doch dies bedeutet nicht unbedingt, Familie und Freunde aufzugeben, sondern vielmehr sich auf emotionaler Ebene von der Vergangenheit zu verabschieden und die Beziehung zu Familie und Freunden auf neue Weise zu pflegen. 7. Existenzängste durch neue Partnerschaft. Eine neue Liebe weckt häufig existenzielle Ängste oder kann auch vorhandene Ängste verstärken. Je mehr Gefühle wir einem Partner entgegenbringen, umso bewusster werden uns unsere Werte und Ängste. Die Angst, den Partner zu verlieren, macht uns auch unserer Sterblichkeit bewusst. Dies ist völlig natürlich. Jedoch sollten wir mit unseren Ängsten offen umgehen, um nicht die Partnerschaft zu belasten oder diese gar zu zerstören. Unser heutiges Fazit: Eine neue Beziehung stellt uns vor viele Herausforderungen, denn alte Verletzungen, Ängste und negative Beispiele aus der Vergangenheit sorgen dafür, dass wir uns unterbewusst schützen möchten. Es ist extrem wichtig, dies zu erkennen, denn nur so können wir vermeiden, uns selbst unterbewusst zu sabotieren. Wer schafft, sich von selbsterfüllenden Prophezeiungen freizumachen und sich selbst besser kennenzulernen, sorgt dafür, dass die Liebe eine echte Chance erhält. Das war's für heute. Wir hoffen, dir hat unser heutiger Beitrag gefallen. Vielen Dank fürs Zusehen.